Hey meine Buddies da draußen, ich bin's Jan und heute mal kein Pack-Opening, sondern eine Art Info-Video und zwar über die neuen FIFA 365 Serien. Letztes Jahr hat Panini zum ersten Mal FIFA 365 Serien rausgehauen, hatten ja nicht mehr die Champions League Lizenzen, dadurch ja, eine neue Idee und die ist wirklich geil, denn die Idee ist, dass man 365 Tage im Jahr, dass man halt wirklich das ganze Jahr, die ganze Welt vom Fußball, die Serie hat auch den sozusagen die Unterschrift, Untertitel Golden World of Football und deswegen von der ganzen Welt aus Europa, Mexiko, Südamerika, Asien, Australien gibt es dieses Jahr Teams, also und Sticker und das ist wirklich cool. Und heute will ich euch mehr über die Sticker und auch die neue Adrenalin-Serie vorstellen. Beide werden jetzt die nächsten Tage rauskommen. Also bei der Adrenalin-Serie heißt es offiziell von Panini Ende August. Heute, wo ich das drehe, ist der 24.8. Das heißt, lange kann es nicht mehr dauern. Und meine Stickern weiß ich nicht genau. Ich habe auf manchen Seiten habe ich gelesen, dass sie jetzt auch noch im August auskommen, aber dann habe ich auch was von Leuten gehört, aber ich glaube, spätestens am 9. September sollte die Serie draußen sein und natürlich werdet ihr Pack-Openings von all diesen Serien auf unserem Kanal finden und wir haben auch schon eine neue Idee für eine Serie, die wir dann bringen wollen, aber das ist noch nicht fix. Aber dann will ich als erstes anfangen mit den Stickern. Es wird insgesamt 672 Sticker geben, soweit ich weiß. Und zwar die Informationen, die ich habe, die meisten sind von der Panini-Seite selber, Online-Seite. Und zwar haben sie dort bereits Checklisten veröffentlicht. Und dadurch habe ich meine die meisten Informationen geholt. Und zwar 672 672 Sticker und es gibt, und das sind, jetzt werde ich euch jetzt als nächstes die Teams vorstellen, die dabei sind auf dem Cover vom, also ich blende euch dann ab und zu mal hier so Bilder ein, wenn ich welche habe, auf dem Cover, was ihr hoffentlich jetzt hier seht, steht 40 plus Teams, aber von den Teams, die ich gefunden habe, oder die in der Checkliste waren, waren es 39, deswegen. Aber es gibt auch internationale Teams, also wie heißt es? Also Nationalmannschaften und so, die jetzt nicht unbedingt das gleiche haben wie diese Teams, also wie die normalen Clubteams, also nicht irgendwie Spieler und alles, sondern dann nur ein, zwei Sticker. Aber das wird dann anscheinend auch dazu gezählt als Club. Oder vielleicht war das, ich weiß nicht genau, es war zwar auf Deutsch die Checklisten, aber vielleicht war das auch nur die internationale Version. Und zwar ist es nämlich auch so, dass zum Beispiel letztes Jahr war es auch bei der deutschen Version so, dass nur bei der deutschen Version Schalke dabei war. Und dass sie dann halt speziell zu den Regionen, wo die Serie veröffentlicht wird, dann nochmal ein, zwei Teams dazu packen. Deswegen kann es auch sein, dass das nicht alle sind, aber ich gehe davon aus, dass es diese Teams, diese sind, die auch in jedem Land, also das ist diese Basic, die Standard, die 39 Teams sind, die überall erhältlich sind, plus dann noch die regionalen Teams. Und zwar sind 19 Teams aus der letzten Saison wieder mit dabei, und zwar ist es der FC Porto, der FC Barcelona, Real Madrid, Marseille, Paris Saint-Germain, Juventus Turin, AC Mailand, Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 auch, also diesmal anscheinend so, auch so dabei, Olympiakos Piräus, Zenit St. Petersburg, Al-Ahli SC, Colo-Colo, Boca Juniors, River Plate, Club Nacional de Football, Peñarol und Flamengo. Das sind die 19 Teams, die wieder dabei sind, die letztes Jahr dabei waren und die dieses Mal wieder dabei sind. Und dazu kommen 20 neue Teams. Also richtig geil. Und zwar aus Portugal, Sporting Lissabon, dann Atletico Madrid und Villarreal aus Spanien. Dann der englische Meister Leicester City, wird dieses Jahr der einzige englische Vertreter sein. Dann Olympique Lyon, Standard Lüttich, Ajax Amsterdam. Ajax war letztes Jahr auch schon dabei, das ist, oder?
Ich habe mir extra so eine Liste gemacht, aber Ajax war, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube Ajax war dabei, schreibt es mir in die Kommentare. Dann der FC Basel, Inter Mailand und AS Rom, Legia Warschau aus Polen, Steaua Bukarest, Fenerbahce Istanbul, CSKA Moskau, Melbourne Victory aus Australien, dann zwei mexikanische Clubs, Club America und Tigres, und dann noch Atletico Nacional, Gremio Alegre und São Paulo. Und dann gibt es sechs Clubs, die letztes Jahr in der Serie waren, aber dieses Jahr nicht mehr dabei sind. Und zwar ist es RSC Anderlecht, Corinthians, Beijing Guoan, Manchester United, Auckland City und Galatasaray Istanbul. Also die sind nicht mehr dabei. Und zwar wird es dieses Jahr so sein, dass jeder dieser, zumindest jeder Club, wird ein Logo-Sticker haben, ein Team-Sticker, was wahrscheinlich dann Mannschaftsfoto oder so sein wird. Und 12 Spieler, das heißt deutlich weniger als letztes Jahr. Und zwar werden die Sticker nicht wie letztes Jahr so Doppelsticker sein und so groß, soweit ich weiß, sondern werden wie auch bei der EM oder so halt jeder Spieler auf einem einzelnen Sticker. Und außerdem werden die Päckchen auch anders sein. Und zwar glaube ich, soweit ich weiß, gibt es auch wieder die normalen kleinen Päckchen mit 5 Stickern für 70 Cent, glaube ich, und dann halt 100er Packs. Und ja, ich. Sorry. Ja, außerdem zu den Teams kommen dann noch einige extra Sticker hinzu. Es gibt Golden Stickers, die man ja letztes Jahr wählen konnte. Dieses Jahr kann man, glaube ich, auch wieder welche wählen. Dann gibt es Football Heritage, das sind auch so Art Legenden. Goal Machines. Next Generations, Women's Ranking, das sind, glaube ich, die Top 10 Teams, Frauenteams, also, aber das sind Nationalmannschaften. Dann Key Players, Golden Players, Football Icons, das sind dann, weiß ich gar nicht genau, ob das auch wieder so Legenden sind oder ob das nur aktuelle Spiele sind. Und dann noch FIFA Club World Cup, das heißt von der Club-WM Sticker. Und ja, insgesamt kommt es dann hinaus auf 672 Sticker, also wirklich eine große Sammlung. Aber ich habe die ersten Bilder, die ich gesehen habe von den Stickern, sehen richtig geil aus. Ich versuche jetzt hier irgendwas einzublenden. Aber ich bin mal gespannt, die sind so golden und so. Und ich weiß noch nicht genau, ob das halt, ob dann vielleicht alle Sticker oder viele Sticker dann glitzern oder nicht. Das werden wir dann sehen. Und ja, ich bin wirklich gespannt auf die Serie. Die Bilder und die Informationen, die ich bisher habe, hören sich alle sehr, sehr gut an. Und da bin ich wirklich überzeugt, dass es eine gute Serie werden wird. Und ich bin schon so gespannt, die einfach in den Händen zu haben und zu öffnen. Also freue ich mich wirklich drauf. Also meinen Informationen nach, spätestens am 9.9. sollten die im Handel sein. Vielleicht aber auch früher. Ich bin auf der Panini-Seite, wo auch die Checklist war, stand jetzt im Handel, aber ja, bei uns am Kiosk oder so, und da gab es noch nichts. Und ja, also werden wir sehen. Dann kommen wir zur neuen Adrenalin-Serie. Wir lieben Sticker, aber wir lieben auch Karten, besonders weil wir dann spielen können und so weiter. Und da wird es auch Videos zu geben. Und zwar die neue Adrenalin-Serie wird 405 Karten umfassen. Soweit ich weiß, oder soweit die Checkliste das gesagt ist. Ich gehe davon aus, dass es die deutsche Version war, die Checkliste, denn alles war auf Deutsch. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob das die finale Version ist oder was auch immer. Das werden wir dann sehen, wenn die Serie rauskommt. Sollte also nicht so lange hin sein. Ich habe gehört, 31. August oder Ende August hat Panini auf Facebook gesagt, und es gibt auch ein cooles Video, so Art Trailer oder Werbevideo. Den Link packe ich mal in die Videobeschreibung auf der Panini Facebook-Seite. Richtig geil. Habe ich auch auf unserer Facebook-Seite verlinkt. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr Daumen hoch geben, liken. Und zwar bei der Adrenalin-Serie. Tut mir leid, ich bin ein bisschen krank immer noch. Aber bei der Adrenalin-Serie wird es 30 verschiedene Teams geben, 22 Clubs und 8 Nationalmannschaften. Und diesmal wird es so sein, dass die Clubs und die Nationalmannschaften alle also gleich angeordnet sind. Und zwar jedes Team
hat ein Logo, was in der Mitte von der Seite sein wird und dann acht Spieler rumherum, was ich ganz cool finde. Also das finde ich wirklich, das macht Panini wirklich gut, dass sie halt wirklich Karten auch so designen und Serie so erstellen, dass sie auch im Album wirklich geordnet und sehr gut aussieht. Das ist wirklich cool. Und ja, also acht Spieler plus Logo. Die Logos sind, glaube ich, glitzernd, aber das weiß ich nicht genau. Und es gibt folgende Teams, und zwar Boca Juniors, River Plate, Flamengo und São Paulo. Das sind die das sind die südamerikanischen Teams, dann Leicester City, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, dann aus Deutschland Bayern München, Dortmund und Schalke, Olympiakos, Piräus. Dann habe ich da noch ein Team gefunden aus Ungarn, Ferencvárosi TC. Also ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber das hat mich gewundert, weil ich dieses Team bei den Stickern nicht gefunden hatte. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wenn dann in beiden Serien drin sind, beziehungsweise bei Adrenalin gibt es weniger Teams, dass dann halt bei alle, die bei Adrenalin sind, auch wenn es Stickern sind. Vielleicht ist es auch so und die andere checkt das mal nicht vollständig, aber das ist jetzt, wie es hier ist. Finde ich aber cool, dass ein ungarisches Team drin ist. Dann Juventus Turin, AS Rom, Ajax Amsterdam, Legia Warschau, FC Porto, Sporting Lissabon, Zenit St. Petersburg und Fenerbahce. Dann die acht Nationalmannschaften sind vier europäische und vier südamerikanische, und zwar Belgien, England, Deutschland und Portugal, und aus Südamerika Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien. Und das sind also die Basekarten plus Logo. Und dann gibt es natürlich auch wieder ganz, ganz viele Special-Karten, in denen ich auch immer ein Screenshot, glaube ich, habe von einer Karte, und die sehen teilweise wirklich richtig geil aus. Als erstes gibt es drei Icon-Cards. Das sind, glaube ich, Messi, Ronaldo und Neymar, die auf jeden Fall auch richtig geil aussehen. Ich glaube, ich habe ein Bild von Neymar oder so. Also ich sage nichts mehr zu den Bildern. Entweder sie sind dort oder nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Und ja, dann gibt es drei Signature Cards, also mit Autogrammen drauf, was ich mir wirklich gewünscht habe, dass sie wieder dabei sind, und Panini hat sie auch wieder reingebracht. Finde ich richtig stark. Dann, ich liebe diese Karten, und ja. Dann gibt es drei Legenden, neun FIFA-Trophies, was ich ein bisschen überraschend fand. Und da sind auch einige Trophäen dabei, die ich jetzt, keine Ahnung, nicht so wichtig finde. Zum Beispiel U17, U19 und dann also U17 Weltmeisterschaft, U19 Weltmeisterschaft und die normale Weltmeisterschaft, glaube ich, von den Frauen und auch von den Männern. Und dann noch Futsal, glaube ich, Futsal WM. Und also das finde ich wirklich interessant, aber ja. Dann gibt es 25 Impact Signings. Und da bin ich auch wirklich, da weiß ich auch nicht genau, ob das wirklich auf die deutsche Serie oder auf Deutschland angepasst ist, denn bei einigen von diesen Special-Karten und so sind wirklich auffällig viele Deutsche dabei. Deutsche Teams, zum Beispiel, wenn 25 Impact Signings sind, wirklich viele von den Bayern, von Dortmund und von Schalke dabei. Ich glaube, es sind sogar fünf oder sechs von Dortmund, was mich wirklich gewundert hat. Aber vielleicht ist es auch international so, dass die einfach. Ja. Dann gibt es zwei Winners-Karten von Portugal und Chile, die ja Europameister und Copa America Sieger wurden, was ich wirklich cool finde, wo man dann die Teams jubeln sieht mit dem Pokal und so. Gute Idee. Dann 36 Fans Favorites, das heißt von jedem Team, glaube ich, mindestens einer und von manchen dann zwei. 9 Defensive Rocks, 9 Key Players, dann 9 Goal Machines und 9 Dynamos. Und diese Karten finde ich einfach nur krank. Ich hoffe, ich kann ein Bild einblenden. Ich finde, die einfach nur, sehen einfach nur krank aus. Und dann gibt es auch noch drei verschiedene Variationen von Karten, sozusagen mit Duo-Karten, wo mehr als nur ein Spieler drauf sind. Einmal gibt es sechs Next-Generation-Karten, wo immer zwei Spieler drauf sind. Ich glaube, von Schalke gibt es einen mit Sané und Max Meyer oder so. Sané spielt ja jetzt nicht mehr dort, aber naja, auf jeden Fall trotzdem coole Karte.
Und das ist natürlich verständlich, sowas muss natürlich auch zu einer gewissen Zeit einfach produziert werden. Sonst würden die Serien erst, was weiß ich, wann kommen. Fünf Defensive Lineups, das sind jeweils vier Spieler, vier Abwehrspieler halt. Und dann noch sieben Attacking Trios, also Dreier Sturm. Zum Beispiel dann Messi, Neymar und Suarez oder Ronaldo, Bale und Benzema, glaube ich. Ja, aber das gab es ja im Prinzip letztes Jahr auch schon, nur dass diesmal sieben Stück gibt. Und was ich sogar ein bisschen lustig oder interessant finde, dass Ronaldo sogar zweimal gibt: einmal beim Attacking Trio von Real Madrid und einmal von Portugal. Bei Portugal sagt, glaube ich, mit Nani und Quaresma. Aber das fand ich interessant. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Bei Adrenalin werden meiner Informationen nach auch nichts vom Preis sich ändern. 1 € für 6 Karten, was soweit ich weiß. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig geil. Beide Serien feiere ich jetzt schon, so von den Informationen, die wir haben. Wenn ich sie in der Hand habe, kann sich natürlich die Meinung noch ändern, wobei ich nicht glaube, dass das passieren wird. Eher noch mehr. Ja, da wäre ich eher noch mehr gehypt und finde noch geiler, glaube ich. Aber die Sticker und auch die Adrenalin, die Informationen und die Idee dahinter finde ich wirklich gelungen. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr diese Serien sammeln werdet. Und ob ihr die besser oder schlechter findet als letztes Jahr oder gleich. Ich meine, letztes Jahr waren die Serien auch beide sehr gelungen. Und dieses Jahr sind für mich noch ein Level höher. Und ja, sobald die Serien draußen sind, werden Pack-Openings auf unserem Kanal kommen und auch verschiedene wieder natürlich Videos mit Steffen und mir zusammen. Wir haben einige Ideen, wo wir gegeneinander spielen und wo wir die Karten auch in neue Serien einpacken können. Und ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch, falls ihr neu seid. Abonnieren nicht vergessen, und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Ballis United. Ciao. Yeah.